wünscht für die Zivilgesellschaft. Vielleicht möchte ich auch gar nicht so viel zu Bautzen sagen, weil das Motto des Antrags war, betroffen sind wenige, gemeint sind wir alle. Danke für den starken Rückhalt, den ich vor allem in den letzten 2 Wochen, aber auch schon bei vorherigen Angriffen auch und vor allem aus euren Reihen bekommen habe. Auf Landesebene, auf Bundesebene und natürlich vor allem und auch im Kreisverband Bautzen-Budijin. Es betrifft aber nicht nur mich, es betrifft nicht nur die Menschen, die auch in dem Antrag genannt sind, mit Wolfgang in Zwickau, mit Ines und Lydia in Freital. Ich muss sagen, ich bin in einer privilegierten Situation. Ich werde von Rechten angegriffen, zum Glück bisher nur verbal. Ich bin aber in der privilegierten Situation, dass es medial und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und sich Menschen positionieren. Andere sind nicht in dieser privilegierten Situation. Dort finden diese Angriffe im Wahlkampf, aber auch im Alltäglichen statt und sie werden nicht so offen gehört. Und vor allem mit diesen Menschen muss man sich solidarisieren. Ich sehe das, was derzeit in Bautzen passiert, einfach positiv und als Chance. Wann bekommt man als für die Grüne antretende Frau so viel Wahlkampf frei Haus geliefert? Ich hoffe, dass die derzeitige Situation einfach dazu führt, dass noch mehr Menschen in Bautzen wach werden. Nicht erst seit dieser Diskussionsveranstaltung, die zurück zur Sachlichkeit führen sollte und stellenweise einem Tribunal gegen mich glich. Das hat dazu geführt, dass Menschen aufwachten. Die Situation jetzt führt dazu, dass weitere Menschen aufwachen. Deshalb sehen wir es als Chance, das sind Angriffe, die sich gegen einzelne Personen richten, die Angriffe richten sich aber damit auch gegen die Partei Bündnis 90 Die Grüne. Die Menschen haben Angst vor den Grünen und das ist gut. Sie haben Angst, dass wir mit größeren Anzahl an Menschen in die Stadträte, Gemeinderäte, in den Landtag einziehen. Lassen Sie uns die Angriffe auf uns als Ausdruck dessen sehen, dass man politisch wahrgenommen wird und die politischen Gegner dieses Mal jetzt in Form von extremen Rechten Angst haben. Also lasst uns trotz dieser Angriffe auf uns positiv in die Zukunft und auch vor allem in diesem Wahljahr 2019 blicken. Vielen Dank, Annalena. Ich möchte jetzt noch ein paar Menschen auf die Bühne bitten, und zwar Martin. Du hast vorhin schon gesprochen. Wolfgang, magst du auch mit nach oben kommen? Ines, magst du auch noch mal kurz mit nach oben kommen? Und jetzt suche ich den Jürgen. Da ist Jürgen. Darf ich dich bitte auch bitten? Ich glaube, wir wollen hier einfach noch mal ein Zeichen setzen, indem wir uns unterhaken und noch mal zeigen, wie stark wir sind und dass niemand in diesem Land alleine steht.